Jo Leute, willkommen zurück bei einem kleinen Video auf der PlayStation 4 mit GTA Online Tipps und Tricks, beziehungsweise ein kleiner Money Glitch, was eigentlich in dem Sinn auch kein Money Glitch ist, sondern einfach wie ihr schnell einfach ein Geld bekommt, ist einfach so ein kleiner Trick. Und zwar, Voraussetzung, ihr müsst ein hohes Level sein, dass ihr Lester anrufen könnt und den Kontakt beziehungsweise den Modus auswählen könnt, ein Flugzeug zu finden. Machen könnt, also dass ihr ein Flugzeug finden könnt, ist Lester. Und zwar ist wirklich ganz easy, ist ein Solo-Glitch, ihr könnt das auch mit Freunden machen. Wie gesagt, die Freunden, eure Kollegen müssen ein hohes Level sein und ihr könnt einfach, alle, keine Ahnung, trainieren. Geht auch natürlich auch in einer privaten Lobby, wie ich gerade. Und zwar, ihr müsst wirklich eine Garage haben, egal welche Garage die ihr besitzt. Hauptsache, in der Garage steht ein Auto. So, was ihr dazu machen müsst, ist eigentlich auch ganz easy. Ich steckt dafür das Auto ein. Und wartet, bis er den Wagen gestartet hat. So wie ich jetzt. So. Nicht rausfahren, nichts machen. Wirklich gar nichts machen. Das muss gleich richtig schnell gehen. So, ihr müsst ihr dann den Nester anrufen. Nester anrufen. Und warten, bis ihr den angenommen hat. Beziehungsweise ne, die Modus What do you need exactly? Auswahlmöglichkeiten habt. So, dann geht ihr runter auf, müsst ihr ganz schnell gehen, so auf Flugzeug finden, ganz schnell drücken. So, wenn er funktioniert hat, steht unten ein Flugzeug wurde gefunden. So, logisch weiß er wieder nicht auf dem Radar markiert. Dann fahrt ihr runter zum Airfield. Ganz normal zum Airfield fahren. So. Wie gesagt, das muss, wenn ihr den Auswahlmöglichkeit habt, ein Flugzeug finden, ganz schnell machen. Pfeiltaste zweimal nach oben, beziehungsweise runter machen, dass ihr das Flugzeug habt. Und dann ganz schnell X und Gas gleichzeitig drücken. Also R2-Taste und X gleichzeitig schnell auf die Schnelle drücken. Nicht abwarten, sondern ganz schnell drücken. So. So, wenn ihr hier angelangt seid, müsst ihr eigentlich jetzt das Tor aufgehen. Jawohl. So, da seht ihr logischerweise, es müssten eigentlich keine Flugzeuge spawnen. Ihr seht, keine Flugzeuge sind da. Dann fahrt ihr einmal ganz kurz hier so hin. So, oder funktioniert hat daneben auch funktioniert ganz kurz. Dann fahrt ihr wieder hin. Dann müssen jetzt Flugzeuge, vielleicht hier genau, hier steht ein Flugzeug. Stellt euch hier hin. Wartet kurz ab, ob irgendwas passiert. So, dann spawnt das zweite Flugzeug. So, dann seht ihr jetzt oben rechts plus 1000. So, jetzt seht ihr mal oben den Geldstand. Ich habe jetzt 2,8 Millionen. So, jetzt, wie gesagt, das sind alle so zwischen 2 bis 4 Sekunden, kriegt ihr immer plus 1000. Wie gesagt, ist eigentlich ganz easy. Entweder macht ihr den so machen den Konto oder dass ihr nicht aus der Lobby rausfliegt. Also, ihr könnt halt, ihr müsst halt am Airport stehen bleiben. Ja, und halt, wenn ihr AFK geht, zum Beispiel durchmacht oder sowas, weil ihr einfach die PlayStation anlassen wollt, macht ihr einfach zum Beispiel den AFK. Glitch, das ist kein Glitch, sondern halt einfach den Trick, dass ihr nicht aus der Lobby rausfliegt. Jeder müsst ja wissen, wie der funktioniert. Halt irgendwie hier, irgendwie so, dass ungefähr so müsste das sein, glaube ich. Halt, ihr müsst beiden Sticks oder sowas so ineinander machen, so ungefähr. Also, ne, also rechten Stick nach. Den sie nach links und den rechten, der linken Stick nach rechts rein, hat ihr so die Kamera lenkt. Ne? Auf jeden Fall. Wie ihr seht, immer plus 1000. Ja, oder ihr könnt natürlich auch so machen, wenn ihr natürlich Geld, schnell Geld haben wollt, einfach mal so ab und zu mal so kurz hin und her fahren, dass ihr nicht aus Lobby rausfliegt. Nach hier 15 Minuten fliegt man aus Lobby raus. Wenn zum Beispiel, da steht zum Beispiel nur noch 3 Minuten oder so, dann werden wir ganz kurz nach vorne fahren, zurückfahren. Da das Spiel bemerkt, aha, ihr seid noch da. So, auf jeden Fall, das sind immer so ein 4er-Sekunden-Abschritten müssen das sein. Kriegt immer plus 1000 auf eures Konto überwiesen, genau. Und ja, wie ihr seht, haben wir schon 2,93 Millionen. Wie gesagt, wenn ihr sagt, ach, ich habe jetzt wieder genug Geld, vielleicht das mal zum Beispiel 500.000 und
da hat er überhaupt keinen Bock mehr, dann einfach andere Lobby gehen, also Lobby verlassen, da die in eine andere Lobby schauen oder einfach in den Story-Modus reingehen. Und ja, das war's einfach, der kleine Glitch von GTA Online auf der PlayStation 4 mit $1000, meine Glitch, sag ich jetzt mal auf gut Deutsch. Ich bin raus, eure Mustang GT 2016.